Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Letzte Woche wurden ja Informationen zur PlayStation Portable announced. Remote Play für die PlayStation 5. Und jetzt gibt es neue Informationen, gerade auch ein Q&A, FAQ über die PlayStation Portable. Und da gibt es eine ganz interessante Sache. Und zwar habe ich im letzten Video gesagt, dass man ausschließlich Remote Play im eigenen Wi-Fi, also im gleichen WLAN wie die PS5 nutzen kann. Das ist jetzt widerlegt worden. Und zwar gibt es auf der offiziellen PlayStation-Seite, wo ihr, ich werde euch den Link unten reinpacken, wo ihr euch Informationen über die PlayStation Portable ziehen könnt, auch ein FAQ hinterlegt. Und hier gibt es die Frage, kann die PlayStation Portable Remote Player nur im eigenen Wi-Fi benutzt werden? Und hier wird ganz klar gesagt, dass das nicht der Fall ist. Man kann auch in einem WLAN außerhalb der eigenen vier Wände die PlayStation Portable Remote Play benutzen. Das Einzige, was gegeben sein muss, sind wenigstens 5 Megabyte pro Sekunde, Mbit pro Sekunde. Ich weiß nicht, ob das ein Minimum ist, dass die PlayStation Portable dann sagt, ey, das geht gar nicht, oder dass er es trotzdem versucht. Wird auf jeden Fall sehr spannend, das dann mit einem Hotspot draußen selber zu probieren, mit dem Handy oder in öffentlichen WLANs oder in WLANs von euren Freunden oder sonstigen. Das ist natürlich jetzt eine coole Sache, dass das jetzt hier so bestätigt wurde. Wundert mich ein bisschen, dass das erst ein paar Tage später announced wurde, weil da ja am Anfang eigentlich jeder davon ausgegangen ist, dass man das nur im eigenen WLAN benutzen kann. Es wurde auch ein bisschen so, glaube ich, verkauft. Auf jeden Fall nimmt das jetzt schon mal eine kleine Sorge von mir. Der große negative Nachteil bleibt aber, ihr braucht auf jeden Fall eine PlayStation 5. Ihr könnt kein normales Remote Play benutzen ohne eine PlayStation 5. Das heißt, PlayStation Now wird nicht funktionieren, aber wenn ihr eine PlayStation 5 habt, dann könnt ihr mit der PlayStation Portable auch unterwegs spielen. Immerhin eine positive Sache. Lasst mal gerne eure Meinung unter den Kommentaren. Ich weiß ja auch, beim letzten Video waren schon einige dabei, die auch trotz diesem Nachteil, der jetzt ja nicht mehr existent ist, sich die PlayStation Portable holen wollen. Seid ihr jetzt schon mehr gehypt auf das Teil? Also jetzt kommt es für mich auch wieder ein bisschen mehr in Frage, wenn ihr sowieso schon eine PlayStation 5 habt. Dann würde ich sagen, macht das Ding auf jeden Fall mehr Sinn. Ich finde den Preis immer noch extrem hoch, weil der Preis bleibt bei 220 Euro. Und wenn man überlegt, für 200 Euro kriegt man halt eine Switch Lite. Muss jeder für sich selber wissen. Eine coole Nachricht. Lasst eure Meinung unten, lasst ein Follow auf den Kanal da. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.